So, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Rallye hier in der Deutsche Rallye 2.0 2000er CC Meisterschaft. Wir sind in Schweden, es ja, hat geschneit, kann man so sagen. Ja, das Schnee, die Schneerallye, das Schneeabenteuer steht heute vor uns hier bei YouTube Live in dieser Premiere. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist wie immer Alexei und ich begrüße euch hier zu dieser Rallye. Wir haben ja letztes Mal in Monte Carlo eine total spannende Rallye gesehen, ne? Und so sieht es jetzt eben in der Wertung aus. Natürlich sagt das noch gar nichts aus, denn viele, viele neue Gesichter sind auch wieder hier in Schweden dabei. Und vor allem, gut, ne, wenn Boogie heute DNF gibt und Chrissy gewinnt, ne, oder Christoph in dem Fall, dann ist der vorne, ne? Also deswegen ist noch gar nichts entschieden an alle Fahrer und ja gut, die Markenwertung, gut, 9 Punkte, das ist auch recht knapp, aber gut, ne, da sie die ja aus allen Fahrern summiert, ne, ja, wird es vermutlich an Skoda gehen. Aber mal schauen, ne, mal gucken, wie es da eben aussieht danach. Ja, Schweden, was kann man sagen, recht schnelle Rallye eigentlich, schnelle Passagen gibt's. Die Gefahr sind natürlich die Schneebänke, kann man sich einmal anlehnen, ja, das ist der Vorteil davon, aber der Nachteil davon ist, wenn die einmal zu hart sind, also zu vereist sind, dann haut's dich weg oder um oder überschlägt sich, was auch immer. Und ja, dann hast du halt mal Reifenschaden, Stoßstangen kaputt, Motorhaube weg oder was auch immer, also auf jeden Fall ein Unfall. Und ja, wir haben ja hier die H1 gesehen zum ersten Mal, jetzt fahren wir eben auch mit den schnelleren und aktuelleren Wagen drauf, ja. Und es könnte auf jeden Fall eine richtig spannende Rallye werden. Vor uns stehen 9 Etappen bei Tag, bei Nacht, bei Schneefall, bei was auch immer. Also auch wieder der Mix, der es eben ausmachen soll. Und ja, die Fans, wie man hier auch sehen kann, natürlich auch im echten Leben eine sehr, sehr tolle Rallye, die natürlich aufgrund der Klimaerwärmung bzw. aufgrund des immer wenigeren Schnees natürlich auch nicht mehr so zu geben wird. Ich weiß gar nicht, wie man sagt, in der Zukunft, aber im Spiel haben wir es, und es ist auch ein recht tolles Spiel oder Game oder was auch immer. Deswegen sind wir froh und ja, hier schmilzt der Schnee Gott sei Dank nicht. Es geht los. Die erste Etappe des heutigen Tages auf E1. Genau, ihr seht, das ist ein bisschen kleiner, denn ja, es ist einfach nur krass, wie viele Fahrer dabei sind. 14 Stück sollten es sein. Wir haben einmal vorne Boogie vor 0, nein, vor Barbatas Lucas, genau. Der neue Fahrer aus Deutschland, der auch echt stark performt hat. Ja, die erste Etappe eben in der zweiten Rallye. Fernland heißt es ja. Ja, wie wir sehen können im Hintergrund, ne, es war trocken zu sehen, also von oben kam nichts runter, was dann irgendwie noch rutschiger werden könnte, aber natürlich ist es rutschig genug, ne, Schnee und auch teilweise ein bisschen Eis. Beziehungsweise auch Schneematsche, ja, richtig. Also schauen wir einmal auf die Zeiten in dieser ersten Etappe von 9, also einer mehr als in Monte Carlo. Ja, Boogie ist vorne vor einem neuen Gesicht hier im Webbereich, der hoffentlich auch lange mitvermittelt. Und das wird nämlich dann mega spannend. Nämlich Babatas, Freetas oder Freetas, I don't know. und ja, ganz kurz im Hintergrund sieht er jetzt gleich, ja, was auch so eine Schweden-Rallye ausmachen kann, was ich auch meinte mit dem Schnee. Blockaden links und rechts, nämlich hier. Die kann ganz, ganz schnell jemanden auslocken. In dem Fall ist es Cent. Deswegen ist er hier auch natürlich 13. aufgelistet, wegen einer Minute Wartezeit. Ja, hinter Babatas haben wir dann eben Fabigan. Das war zu beweisen. Knapp gefolgt von dem nächsten neuen Gesicht, den wir auch schon ausprobiert haben. Rallye Groß kennt nämlich, ja, Septap, I don't know. Oliver fährt sich auf die 5 vor. Nur P5, aber die 5 meiner Meinung nach die Top-Favoriten. Murchan eventuell auch noch. Gute Frage eigentlich. Ne? Er wird nämlich 6. gefolgt von Dr. Racer. Stepanovic. auch nur dabei. Karum. Ja, ne? Auf seiner Position. Joker Junior, sprich Fabian Wilke aus AC3. 2019 auch mit dabei auf der 10. Position in einem weiteren Fabrikat von Skoda, gefolgt von Cruiser, Weeman, Send und ja, Nico Tumon, der aber hier schon anscheinend einen Totalschaden hat. Ja, richtig, also für ihn die Rallye auch wie für Send ähnlich letzte Woche schon gelaufen. Ja, das war dann die erste Etappe, recht ausführlich und auch recht lang. Ne? Wird nicht immer so sein, ne? Zumindest glaube ich das nicht. Wir sind nämlich jetzt bei Etappe Nummer 2, der Elxenien Spring Variante. Wir haben, ja, vorne haben wir, ja, Babatas Freetas, ja,
knapp 9 Zehntel, oder das sind 9 Zehntel, 0,983 Sekunden. Sehr gut gefahren. Auch knapp dahinter, gerade mal 3 Sekunden Sepp-Tab. Sehr toll. Sehr schön gefahren. Dann haben wir dahinter noch Fabian auf der Phoebe und Drake Entern. Und den Oliver, ja, richtig. Ich habe das Ganze inzwischen ja auf dem zweiten Bildschirm, ja, vorliegen. Aber gut, der Duck Trace ist ja schneller als Multan, sehe ich gerade noch. Ja, auch Fabian Silke, Joker Junior hier auch schneller unterwegs. Die Zeiten natürlich richten sich an die Totals, deswegen gehen wir da auch mal drauf. Ne? Wir können noch das da selber auflesen. Pucki führt noch in dieser Rallye 4,7 Sekunden. Ne? Das ist schon ein Riesenabstand. Also, ja, das wird ein Duell zwischen ihm und eben dem neuen Kollegen Citroën. Schön gegen Skoda. Auch vorne dann wieder beim Markenkampf. Und wenn wir gerade auch schon dabei sind, ja, Leute, es kommen ja jetzt dann, das ist rein zufällig hier, 27.8. kommt der jetzt dann auch hier. Ich bin zur Premiere, kam schon raus, Ford Focus RS, ne, 2001er Baujahr und auch der Impreza 2001er Fassung. Sehr schade, dass das halt hier mitten in dieser Meisterschaft kommt, ne. An alle Piloten bitte dabei, bitte bleibt bei eurem Fahrzeug, es ist eine Meisterschaft und ich glaube in echt wechseln auch nur sehr wenige Menschen mitten in der Meisterschaft. Das Team bzw. die Marke bzw. das Fahrzeug. Die dritte Etappe, ja, Store Youngen Sprint in dem Fall wieder, braucht das wieder schneller, 1,3 Sekunden, die beiden geben sich wirklich nichts. Ja, nun schnüpft er auch schon auf 3,4 Sekunden für Boogie. Das wird ein schöner Kampf, glaube ich. Das könnte echt ein toller Kampf werden, in dem Fall. Und, ja, 15 Unterschied zwischen Fabian und Septap. Fabian ist somit drittschnellster. Und, ja, die wird jetzt ganz schnell durchgucken, ne? Das ist auch fast alles so richtig Mulkan schneller als Oliver in dieser Etappe und gerade mal 6 Zehntel und ja, P5 in dem Fall Oliver ist da schon über eine Minute hinter den Führenden. Hinter dem Führenden, keine Ahnung, ne? Beides möglich, weil jetzt ja beide recht nah beieinander sind trotzdem. Ja, aber immerhin haben wir vorne diesen Kampf, ne, der noch vor 3 Seasons Oliver gegen Boogie hieß, ne? Da merkt man mal, entweder Boogie hat sich weitergebildet, Oliver hat einen schlechten Tag in Schweden oder einfach mehr Konkurrenz zwischen den beiden. Das kann auch alles der Fall sein. Und man sieht ja auch schon, ne, wie das so auf der Rallye aussah. Wir haben leider nur noch diese Möglichkeit, euch das so zu präsentieren, denn da können wir auch irgendwas alles künstlich aufnehmen und aufnehmen lassen. Aber ja, so sieht es unserer Meinung auch besser aus. Wir haben schon Kommentare bekommen, das ist das Gegenteil. Ja, richtig, wenn man wirklich aus dem Fahrer sieht, so ein bisschen was sieht, ist es völlig richtig. Ja. Ist aber halt nun mal so. Wer sich das aus der Fahrersicht angucken möchte, gerne auch das Spiel kaufen wir Instant Gaming über unseren Key. Links dazu alle in der Beschreibung. Affiliate Links heißt, wir verdienen daran 3%. Euch kostet es einfach quasi nichts, was heißt, wir verdienen, wir bekommen 3%. Entschuldigung dafür. Also, ne, wer das Rally haben möchte, gerne bestellen, kaufen. Was auch immer, kann ich auch immer nur jedem empfehlen. Ja, dann ging es in die nächste oder erste Nachtrede, bin ich mir gar nicht sicher. In die vierte Etappe rein, nämlich ja, es war Hinstjön. Die einzigen Etappen, die ich aussprechen kann, sind übrigens solche, ne? Also, das ist ja wohl mal klar, hoffentlich. Da haben wir dann, ja, genau dieselbe Zeit, Boogie und Bauer, sagst du, das gibt's nicht, der Abstand geht auf die Tausendstel, genau dieselbe Rundenzeit, der Abstand bleibt also gleich. Echt krass eigentlich, ne, so gesehen. Und 7 Seasons hinter den beiden ist dann Sepp Tapp. Also, ich bin ja froh, dass wir die zwei mit dabei haben, ne? Ach man, das ist ja mega spannend. Und ja, dann dahinter, 4 Sekunden, Fabian, dann 7 Sekunden dahinter Oliver Hegge. Dann war es wieder Tag, dann war auch wieder Auto, hoffentlich alles repariert, keine Ahnung. Dann geht's also in die fünfte Stage von diesen neuen, die wir hier haben. Ja, die sind wir auch schon vorsichtig, die erste der H1, der europäischen H1-Meisterschaft damals. Ich muss mir das vorher mal aussprechen lassen. Björk Langen, das geht sogar noch. Da dachte ich, das ist BJÖ. Schöne Silbe. Ja, da haben wir vorne Pavatas Fritas und ich sehe gerade, Boogie hat in dieser Stage anscheinend einen gravierenden Fehler gemacht. Hat einen Fahrfehler, Abflug repariert, was auch immer. Auf jeden Fall ist er jetzt 13 Sekunden in dieser Stage zurückgefallen, sprich mit der Differenz von 3,4 Sekunden 10,3 jetzt hinter dem Skoda-Piloten aus Deutschland. Barbatas Ritas führt diese Rallye an. Lieber Kollege, wenn du mich hörst, ne, hier gerade ganz zufällig. Ich hoffe mal, das stimmt alles, wenn man dich ausspricht, Barbatas Fritas.
Barbatatas, ne, oder? Ja, genau, Barbatas, genau. Barbatatas für das, hoffe, das ist soweit richtig. Ja, dann haben wir Christoph, der hat sogar Boogie in dieser Rallye geschlagen übrigens, ne? Boogie nur dritter, drittschnellster in dieser fünften Stage, wie es auch jetzt hier steht. Ne? Ich hoffe, wir können alles lesen, es ist alles ein bisschen kleiner, dass man auch was in der Strecke sieht, ne? Das ist ein bisschen, ja, Vorteil, sag ich mal. Gut, dann ging es weiter in die sechste Rallye, die wir hier haben. Die sind wir auch schon mal gefahren, nämlich Elxion. Und dann hat es auch noch angefangen zu schneien, mitten im Sommer, das ist Schweden. Nee, natürlich alles hochsimuliert. Ja, und da ist dann wieder Puggy gewesen. 6,7 Sekunden hat er ihn da geschlagen. Oder um 6,7 Sekunden hat er ihn da geschlagen. Jetzt ist die Differenz noch 3,5 Sekunden. Also das wird, glaube ich, gerade mal ein richtig spannendes Finale. Ich weiß selber noch nicht, wer jetzt hier gewonnen hat, ehrlich gesagt. Bin immer so ein bisschen überrumpelt deswegen. Ja, das könnte doch mal was Tolles werden, ne? Ja, dann haben wir noch dahinter, gut, Fabian ist klar, Set Top 5 Sekunden nochmal hinter ihm. Das ist aber inzwischen auch ein Abstand, ja. Irgendwie auch, das steht glaube ich auch schon so ziemlich fest. Nicht die Rallye für Fabian, meinte er übrigens noch kurzzeitig in einem Interview zwischen den Stages. Und ja, ganze okay. Schön soweit, dass wir das doch wieder so viel mitfahren. Ne? Das hat man ja jetzt auch lang nicht mehr, weil das glaube ich schon genau der neue Rekord. Ne? 14 Piloten, das können gerne mehr werden. Ich habe es ja letzte Woche. Das ist nicht letzte Woche, aber ich habe es in Monte Carlo schon gesagt. Ne? Gerne mitmachen, gerne mitfahren. 2017 Meisterschaft jetzt dann auch mit den neuen Fahrzeugen, eben die mit ins Spiel mit reinkommen, genau. Die stehen dann eben vor allem den neuen dazugekommenen Menschen zur Verfügung auf jeden Fall. Ja, finde das irgendwie schade, weil die beiden so gegeneinander wäre, glaube ich, auch noch ein schönes Duell geworden. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter Richtung der siebten Etappe, denn das dauert sonst zu lang. Wir sind jetzt schon über Monte Carlo hinaus, ist ja alles schon gut, hoffentlich gefällt das so. Und nicht so wir gleich wie zu H1, wo wir einfach nur ganz kurz die Ergebnisse anzeigen und mehr nicht, ne? Ja, aber das ja, ist schon so schöner und besser. Und die Autos haben sie auch verdient, oder die Klasse eher gesagt. Na, H1 ist ja eh so eine Geschmackssache. So, der Baum nervt ja gerade so ein bisschen. Wir gehen weiter in die siebte Stage. Ja, Skogs Rally. Warum auch immer nach der Rally nach dem Y immer noch ein T kommt. Ich frage mich gerade, aber wird schon seinen Grund haben. Da haben wir dann wieder Boogie vorne. Und jetzt ist der Abstand auf 1,8 Sekunden geschmolzen. Aber die beiden wissen, dass sie Gas geben müssen. Und wenn sie einmal sich einen Fehler erlauben, ist es weg. Ne? So ungefähr. Jetzt spielen wir eine schnelle Rallye. Wir sind jetzt hier gerade, hat sich einer gedreht, aber perfekt gedreht. Konnte auch gleich weiterfahren. Haben wir jetzt gar nicht gesehen. Können wir nochmal zurückspulen jetzt, wenn die Premiere als Video da ist. Sieht man den Lichtkegel, ne? Sieht man einmal rumfliegen, nicht rum, einmal im Kreis drehen, genau. Ja, dahinter haben wir dann Septab, der holt ein bisschen auf. Christoph verliert ein bisschen. Dahinter haben wir dann, ja, schaut das mal an. Oliver 10,5, Mulchan 11,3 und Joker Jr. 12,7. Pff, ganz schön krass, ne? Senz 13,1. Also, Senz ist auch wieder mit dem Rennen, aber der ist halt aufgrund der vorherigen Sachen, ne? Leider aus diesem Rennen raus. Ja. Was soll man bitte tun? Die vorletzte Stage, das wird ernst, liebe Zuschauer, hier bei YouTube in dieser Live-Premiere oder eben auch im Nachhinein bei diesem Video. Es ist Nacht geworden, die letzte Nacht, soweit ich weiß, hier und ja, es schneit wieder. Man sieht es hier. Schlechteste Bedingungen. Ne? Wenn es schneit und du dann eben auch noch Rallye fahren musst, nicht so toll. Ne? Und das macht es eben beim Channel, jetzt haben wir auch schon alles in der Rallye, dann ja, bist du weg. Und Boogie führt! Warum führt Boogie? Wir haben hier eine 6,28 von ihm und eine 6,40 von Barbatas für das. Aber ich frage mich gerade auch so ein bisschen, weil nämlich der Rest irgendwie ganz schön abgeschlagen ist. Dann ist der Top dann der zweitschnellste, oder wie sieht es aus? Ja, ist so. Ja, und dann gefolgt von eben Barbatas für das, dann kommt Fabian und Oliver Häkel. Okay, Boogie hat in dieser achten Stage in Ransbiester. Ich hoffe mal, dass das so einigermaßen verständlich ist. Anscheinend irgendwas gefunden, was dann eben so ein Affe aufmacht. Jetzt fühlt man nicht mit 10,0 Sekunden. Und das kann schon die Vorentscheidung gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gut er ist und ob es eben gehört hat, dass es einfach sogar live kommentiert. Ne? Gut. Also live ist es kommentiert, aber halt eben nicht so live, wie es ein Live-Mann ist. So, dann haben wir noch die letzte Etappe wieder am nächsten Tag, am letzten Tag, am Abreisetag sogar auch noch, ne? Die letzte Etappe, Lüswick heißt sie. Und ja, das ist gelaufen. Boogie gewinnt auf diese Stage und somit mit 10,66 Sekunden am Ende vorne.
Die Ergebnisse sehen wir dann auch gleich nochmal. 0,6 Sekunden, also da wurde noch drin, also ja. Zweiter Platz, starker zweiter Platz, Papa, das wird das. Da knapp dahinter und der dann über eine Minute dann dahinter. Also ja, die beiden sind davon gefahren, kann man so sagen, eigentlich, ne? Boogie sowieso. Und dann haben wir eben Christoph Fabian auf der dritten Position, ja, in der Gesamttableau. Ja, das war Schweden, ne? So ist es dann auch wieder schnellstens vorbei. Gleich jetzt dann noch den Ausblick auf Polen, ne? Auch eine sehr schnelle Rallye, vielleicht sogar schneller als Schweden, aufgrund dessen, dass es da ja nicht, dass da kein Schnee liegt, ne? Gucken, ja, Thomann 3 Stunden exakt, das ist natürlich aufgrund des Totalschadens in der ersten Stage. Und ja, Karim und Kusa haben noch ganz schön verloren, aber auch Septop. Septop hat auch nochmal was verloren. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, ne? Septop 12. Ja, das, aber trotzdem, er ist schneller und er ist schneller als es aussieht. Und er ist auch schnell unterwegs gewesen. Wenn nicht. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir sind hier wieder live dabei. Natürlich ist das Ergebnis jetzt fest. Und zwar gewinnt eben Pugi diese Rallye. Verbaut das Spiel auf der dritten Position. Podest completed von Christoph Fabigan. Gefolgt von Oliver Helke. P4 stark gemacht. Fünfter Platz geht an Mulchan. Sechster Platz an Joko Junior, aka Fabian Wilke. Und dann wird dann Stepanovic, schreiben wir einmal dazu. Dann auf der 8 haben wir Weeman auf der 9. Position. Mal wieder diesmal ohne Totalschaden sind. Auf der 10 Top 10 completed bei Karum. 11. wird Cruiser. 12. Septop. 13. Nico Thomann. Den 14. oder war es sogar ein 15. Ich weiß gerade gar nicht. Die sind hier nicht mit aufgelistet. Müsste es aber trotzdem geben. Genau. Also dazu gibt es dann später noch die Informationen. Und ja, jetzt gehen wir dann irgendwie mal kurz noch auf den Ausblick, ne, nach Polen. Eine sehr, sehr schnelle Rallye wird uns da erwarten, aber eine richtig schnelle. Eine richtig dramatische, natürlich auch mit Regenwetter etc. Freut euch auf jeden Fall da. Geht es dann weiter rein seit 19.8. bis 25.8. Ja, ne, Rallye 3 von 8 in dieser Saison 2000er CC Meisterschaft hier bei VSR Virtual Sim Racing. Und hier sehen wir das Cover dazu. Ich würde sagen, da sehen wir uns und hören wir uns dann wieder, ne? Hier bei YouTube. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, ne? Ansonsten gerne auch das Rallye bei Instant Gaming kaufen und dann da eben teilnehmen. Würde uns sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen würden. Bis dahin, tschüss, hier live von dieser Premiere oder von diesem Video.